70 Jahre Angermayer. Das Jubiläum wurde unter dem Motto Faszination Tracht im Silbersaal des Deutschen Theaters gefeiert. Dabei hat sich Geschäftsführer Dr. Axel Munz auf dem Balkon als Trachten-Cäsar präsentiert und Sarah Lombardi hat sich ein Dirndl übergestülpt, in dem sie wirklich eine gute Figur gemacht und auch zwei Lieder ihres neuen Albums live gesungen hat. Dr. Axel Munz, der Trachten-Cäsar Münchens oder kurz der Angermayer. 70 Jahre, Gratulation. Hättest du gedacht, dass du das jemals feiern wirst hier? Ich habe nicht gedacht, dass ich im Deutschen Theater lande, aber das zeigt ja eigentlich, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Wir feiern 70 Jahre Trachten Angermayer. Du bist da noch nicht so lange mit dabei, was Tracht angeht. Du bist ja gerade 21 geworden oder so. Aber wann begann denn deine Trachtenkarriere und wie? Schon sehr früh, ehrlich gesagt, weil ich bin ein echtes Münchner Kindl. Also ich habe schon Tracht als Kind ertragen, also Dirndl gewandt, aber eigentlich so bewusst habe ich es wirklich erst wieder angefangen mit dem Nockerberg. Da hat man dann, ja, weil man da diese Dirndl getragen hat und dann bist du auf die Anlässe, also auf die Events eingeladen worden und seitdem trage ich wieder Tracht. Und eigentlich bei der Taufe schon. Da hatte ich einen Mini-Trachten-Dirndl an, ja, das war schön. Mein Bruder auch, wir wurden zusammen getauft. Da fing's an. Schon im kleinen Kindesalter von 3 Jahren stand ich in Schliersee vorm Kurzentrum und habe Show geplattet und habe dirigiert in der kleinen Lederhose mit so einem Hut von meinem Opa. Also es begann ziemlich früh. Ich bin ja im Schliersee aufgewachsen. So. Ja. Gehört immer mit dazu. Hattet ihr da auch noch so einen leeren Becher vor euch stehen oder so? Habt ihr gesammelt? Du meinst schon mal für die Schauspielkarriere sozusagen, dass ich ein bisschen Puffer habe? Nee, das habe ich ganz, ganz, sag ich mal, ohne finanzielle Hintergedanken gemacht. Ja, das wurde ich praktisch so fast gezwungen, könnte man sagen. Aber ja, früher war ja Tracht nicht so aktuell, wie wir jung waren und so. Hätte es ja nie einen Janker angezogen oder so. Auf die Wiesen sind wir mit den Jeans gegangen und was weiß ich, mit dem Parker, je nachdem. Das waren bloß die Auswärtigen oder die Trachtler, sind halt reingekommen. Das haben wir eher belächelt, sage ich mal. Papis, wann begann denn deine Trachtenkarriere? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wahrscheinlich weiß ich es gar nicht. Wahrscheinlich sehr, sehr früh, noch irgendwo im Baby- oder Kinderalter. Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ja, ich denke mal, Lederhosen gehört mit dazu. Bei mir auf jeden Fall. Und ich habe sie doch das ein oder andere Mal ganz gern an. Und vor allem heute passt, denke ich, perfekt. Der Angermayer ist jetzt 70. Wie lang trägst du schon Tracht? Also meine Trachtkarriere begann 8 Jahre, als ich hier kam. Und Axel hat mich gesehen und hat mich genommen erst bei dem 1. Oktoberfest 2010 als Model. Das war mein Debüt als Model, Trachtmodel. Ja, ich habe das erste Mal eine Tracht getragen, das war jetzt schon einige Jahre her, ich glaube so 5 Jahre oder so. Ich habe es aber bis jetzt trotzdem noch nie aufs Oktoberfest geschafft. Aber ich habe gehört, dass man hier in München darf man auch so einfach rausgehen. Ne? Also bei uns in Köln würde sich das, glaube ich, niemand trauen, obwohl es eigentlich schade ist, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Tag für Tag für Tag für Tag fällst du hin, stehst wieder auf. Nacht für Nacht für Nacht für Nacht träumst du schlaflos, stehst wieder auf. Durch Höhen und durch Tiefen, Himmel und Hölle bewegt und nur dafür gelebt. Du bist ja Berliner, wann hast du denn zum ersten Mal Tracht getragen und wie hast du dich gefühlt? Also Axel Munz hat irgendwann gesagt, in Berlin machen wir ein Oktoberfest und das machen wir schon Ende August. Damit wir so richtig schön im Oktober sind, also Ende August. Und da habe ich zum ersten Mal Tracht getragen und fand das so gut.
dass ich einfach sage, das passt mir, das ist schön. Und ich empfinde es auch als keine Verkleidung mehr. Also ich finde, eine Tracht macht eine Frau unheimlich weiblich, ohne dass es irgendwie in eine falsche Richtung gelenkt wird. Es hat einen sehr, sehr hohen Stil und sehr hohen Wert, finde ich. Und es ist so, es macht schick, aber es macht auch, also ich finde es einfach für eine Frau genau das Richtige. Ja, vor ein paar Jahren ist das ja auch gegangen, dass das so auf einmal hip geworden ist und so. Und ja, man passt sich an, oder? So habe ich sogar heute Krawatten hier. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Ich habe mir sagen lassen, mit alten Postsäcken. Der war gut. Aber wir hatten tatsächlich mal eine kurze Zeit während dieser Landhausgeschichte. Und da haben wir alte Postsäcke aus der Schweiz, von der Schweizer Post importiert und daraus irgendwelche Sachen gemacht, also Westen und so weiter. Aber da möchte ich eigentlich nicht dran erinnert werden. Als du angefangen hast, war jetzt Tracht nicht so hip, wie es heute ist. Du bist auch einer von denen, oder wenn nicht sogar der, der es wieder salonfähig gemacht hat, Tracht zu tragen. Aber wie war es am Anfang? War das ein Wagnis oder hast du immer gewusst, das wird schon? Nein, es war schon ein Wagnis, weil als ich angefangen habe, da war zum Beispiel auf der Wiesn ist kein Mensch mit Tracht rumgelaufen. Ja? Und dann haben wir das immer wieder forciert und forciert und forciert. Und dann haben wir eben die Tracht entstaubt aus ihren sagen wir, gesellschaftsfähig gemacht. Ja? Und wenn ich mir allein schon überlege, bei diesen WM-Dirndl-Kollektionen, da waren wir also in Medien in 123 Ländern. Dadurch haben wir eben geschafft, dass die Tracht ins Bewusstsein einer Vielzahl von Menschen gelangt. Du trägst eigentlich immer Tracht. Gibt es auch Zeiten, in denen du keine Tracht trägst? Ja, in der Nacht. Da trage ich oft gar nichts. Jetzt wissen wir das auch. Ja, das ist mein Geheimnis. Ja, jetzt haben wir es offenbart. Aber hast du auch schon mal die Tracht irgendwo getragen, wo jetzt keiner damit gerechnet hat und vielleicht noch nie jemand überhaupt Tracht gesehen hat? Und wie kommt das dann so an? Ja, das kommt sehr gut an. Also ich war ganz früher auf Hochzeiten, zum Beispiel in Düsseldorf und so, war natürlich der einzige Trachtenträger. Und da haben sie alle geschaut, mei, super, super. Und sie haben mich natürlich auch bewundert, weil ich keine Krawatte anziehen musste. Das Spider-Murphy-Gang, das sind ja nicht nur Ambassadors of Rock'n'Roll, sondern ihr seid ja auch Botschafter Bayerns. Habt ihr die Tracht auch irgendwann einmal außerhalb Bayerns getragen und wie kam das an? Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir waren 1982 oder 83 waren wir in Berlin bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade. Und da haben wir uns eine Gaudi gemacht und da haben wir so Tracht angezogen und haben einen Rock'n'Roll gespielt. Wo bist du? Das weiß ich noch. Mit den Haferlschuhen und so. Aber das ist dann ein bisschen. Da haben wir sogar in der Tracht haben wir Autogrammkarte gekriegt. Das war dann in der Bravo drin. Ja, ja. Und ja, das war eine Gaudi eigentlich. Weil wir aus Bayern haben gesagt, reden wir mal mit der Tracht. Das war fast ein bisschen. Und dann die Trachtler, die Originaltrachtler, die haben sich dann beschwert, dass wir praktisch die Tracht so. Ja, verunstaltet haben, weil wir waren nicht original. Jetzt, was weiß ich, was da Dachauer oder Tegernseher, die sind ja dann, die echten Trachter, die sind ja da recht streng. Da muss ja jeder Knopf passen und so und der Hut und Einstecktier. Also ich habe Tracht schon in Kambodscha getragen, beim International Day. Und da habe ich Tracht getragen und es war aber das Allerschlimmste. Es war viel schlimmer als bei jedem Oktoberfestbesucher. Da war es, ich glaube, 45 Grad im Schatten. Und das ist dir nicht mehr gut ausschaut, wenn es dann durchgeschwitzt ist, bis da unten hin. Ja. Aber haben die dich dann nicht als Gottheit verehrt oder so? Die haben sowas noch nie gesehen. Ja,
ein bisschen überdimensionierte Gottheit. Die sind ja alle so da. Oh, ich habe das einmal in London getragen, weil das war ja, wir wollten ausgehen und jeder sagte, die haben gesagt, wir gehen auf Vivienne Westwood Party. Das war 2016. Und dann die Freunde haben gesagt, jeder muss seine kulturelle Ding tragen. Ich hatte keine senegalische Ding. Und dann habe ich mit meine Leute heute mitgenommen. Und dann alle waren wirklich, und ich hatte das ohne T-Shirt getragen. Und alle waren wirklich sehr begeistert. Und haben gesagt, wow. Und habe ich gesagt, ja, yeah, I'm German. Ja, da habe ich gesagt, echt, das war echt. Das war jetzt, I'm German, this is German. They were all like, oh, that's nice. Eigentlich gar nicht. Ich habe die eigentlich außerhalb nie an. Mein Dad hat sie mal angehabt, weil er, ja, das war so ein bisschen mehr oder weniger eine Wette, da ging es dann darum, wenn wir das und das gewinnen, dann muss er im Ziel unten mit der Lederhosen stehen, hat er dann auch gemacht und das war, ich glaube, in Amerika oder in Kanada, war ganz lustig, aber ich selber noch überhaupt nicht. Aber ich habe mir überlegt, ob ich mal zu Karneval fahre und dort meine Tracht trage, weil für dieses Jahr wie verkleiden. Aber ansonsten habe ich, traue ich mich noch nicht so richtig mit der Tracht auch mal Flugzeug zu fliegen oder so oder Zug zu fahren. Aber könnte man mal machen, oder? Also vielleicht in Köln mal einfach damit rumlaufen, in eine Bar gehen oder so. Außerhalb der Wiesen, trägst du da auch mal Tracht? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich komme ja vom Schliersee und meine Tracht ist ja vom Tegernsee sozusagen, auch original, ne? So, und deswegen gehe ich da auch gerne auf die Waldfeste und treffe mich da mit Freunden und ja. Ich habe 3 Jahre in London studiert und da hatte ich die einmal dabei. War ein bisschen seltsam am Anfang, aber es hat allen gut gefallen, ja. Trägst du die Tracht eigentlich auch außerhalb der Wiesen? Einfach mal so. Ehrlich gesagt, nein. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich liebe die Tracht. Also es gibt ja so viele tolle, hier in Bayern vor allem, so viele tolle Events, wo man Tracht tragen darf. Und da trage ich sehr gern, ja. Na, eigentlich nicht, na. Eigentlich müsst ihr jetzt was anderes erzählen, gell? Ja, Tracht, das ist was Schönes, gibt's ja nicht. Da fühle ich mich, ja, daheim. Ich trage das gerne auch, ich mag das, weil es ist einfach super sexy. Eigentlich gar nicht, nah. Also es ist wirklich nur irgendwo schon so ein bisschen zu besonderen Anlässen, ziehe ich es ja an, ja, Hochzeiten, keine Ahnung, aber wenn es was Besonderes ist und es passt, dann ziehe ich es ja auf jeden Fall an und zusammen mit meiner Frau, Dirndl und Lederhosen, denke ich mal, schaut dann immer ganz gut aus. Ich trage es bei Familienfeiern, weil man jetzt überhaupt nicht denken muss, was man anzieht, trägt man halt eine Dirndlgewand an, ich trage es auch manchmal in die Kirche. Ich trage es, wo ich es mich immer noch nicht, ich will es jetzt einmal in Berlin oder sowas tragen. Das finde ich immer so ein Wahnsinn, wenn du nach Berlin gehst und da bist du dann so bayerisch, dann schauen die immer ein bisschen runter vorn. Warum aber? Wo du herkommst, da trägt man ja die traditionelle Tracht. Wie siehst du das denn, womit die denn so auf der Wiesn rumlaufen in München? Ja, könnte man jetzt sagen, passt nicht, aber ja, es entwickelt sich alles weiter und ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Schwierig. Also ich finde es zum Beispiel ganz furchtbar, da werden wahrscheinlich viele Frauen jetzt auf den Kopf hauen, aber ich finde es furchtbar, wenn Frauen Lederhosen tragen. Ich find das einfach nicht schön. Ich finde es gerade schön, wenn die Männer Lederhosen tragen und die Frauen Dindel. Die Wiesn ist einfach was anderes. Wenn es bei uns zu Hause dann vielleicht auf der Hochzeit wäre, wäre es vielleicht irgendwo ein bisschen falsch angebracht. Aber auf der Wiesn, mein Gott, da laufen so viele verrückte Leute rum, da passt dann auch ein bisschen eine ausgeflipptere Tracht auf jeden Fall auch. Jahre Trachten, Angermeier. Wir gratulieren. Sag mal, habe ich das eigentlich gerade richtig verstanden? Was hat Puppies Love Day gesagt? Meine Leute heute mitgenommen. Ja, dann habe ich es doch richtig verstanden. Kann ich es noch mal sehen? Meine Leute heute mitgenommen. Ach schön, er wollte Lederhosen sagen und hat dabei wohl an das gedacht, was Alt-Playboy Rolf Eden in der Hose hat. Drollig.